Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefield Gothic Armada 2. Wir spielen immer noch das Imperium und ja, es wird schwieriger. Wir können es jetzt hier schon sehen, wir sollen den Agrippina-Sektor ja auch noch jetzt hier irgendwie besuchen. Ja, den Sondereinsatz im Ultor-System abschließen, das ist der hier. Da muss man auch erstmal hinkommen. Ich muss gerade mal gucken, wie komme ich da überhaupt hin, so wie es aussieht über dieses Gebiet hier. Also da muss man sich im Grunde eigentlich komplett durchboxen. Nebenbei müssen wir andere Gebiete auch noch halten, was gar nicht so einfach ist. Und ich sehe hier gerade eben, dass die Necron ihre Aufwartung machen. Das verspricht einen neuen Feind. Zum Glück ist der Cadia-Sektor für uns momentan noch ziemlich safe. Das kann man definitiv sagen, aber wir sind noch lange nicht hier mit dem Nemesis Tessera-Sektor hier fertig. Gibt es immer noch ein paar, wie nennen sie sich nicht Eldar, sondern Eldari. Und natürlich auch noch hier so eine Chaos-Truppe, die jetzt auch noch in zwei Runden hier aufschlagen wird. Und wir müssen eigentlich zuschauen, dass wir hier unsere Verluste einigermaßen wieder hinbekommen. Wir haben richtig böse auf die Fresse bekommen beim letzten Mal, als die Eldar gekommen sind. Und das will irgendwie ausgeglichen werden. Ich bin jetzt gerade mal am gucken, ob ich irgendwie hier ein neues Schiff hier hinzufügen kann. Das ist interessant, ne? Schon mehrere Patches jetzt gekommen, ne? Und das Ganze hier leckt immer noch so ein bisschen. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt unseren Hauptcharakter eventuell hierher schicken sollte. Nächste Runde. Erstmal müssen wir den Zug jetzt sowieso erstmal beenden. Und beobachten, was jetzt hier passiert. Okay, es gab hier immerhin noch mal ein paar Punkte, die wir jetzt hier wieder hoch regeneriert haben. Also ich denke mal, dass wir auf jeden Fall auch mit einer Flottille hier das easy halten können. Der Verein hier ist auf jeden Fall stark aufgestellt. Im Gegensatz jetzt hier zu unserem lieben Admiral Spire. Der könnte definitiv noch mal ein bisschen Hilfe vertragen. Ich schicke ihn auf jeden Fall jetzt erstmal hier zurück. Einfach deswegen. Moment, ist er jetzt zurückgekommen? Er ist auf jeden Fall jetzt hier. Nach Cadia unterwegs, oder? Ne, er ist schon da. Okay, krass. Boah, dass er noch zwei Bewegungspunkte übrig hat, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber sei es drum. Also wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Das ist okay. Ich schicke ihn jetzt mal so weit ich kann, denn ich möchte ihn nicht nur in Cadia reparieren, sondern halt auch dann quasi entsprechend neu ausstatten mit neuen Schiffen. Für uns, wie komme ich jetzt eigentlich hier, genau über das Gebiet, komme ich in das neue Gebiet. Und da müssen wir uns mal genau angucken, ob eventuell diese Flotte hier nicht vielleicht dafür geeignet wäre, hier den Einfall in dieses Gebiet hier dann zu ermöglichen. Das Gebiet hier scheint auf jeden Fall schon mal unberührt zu sein. Und was bietet es uns hier? Eine zivilisierte Werft. Okay, nicht schlecht. Grund für Aufruhr. Für die Chaosbedrohung. Okay. Und das hier, das nächste Gebiet. Eine Agrarwelt. Und hier das Sonnensystem selbst. Können wir gar nichts darüber sagen. Okay, wir haben jetzt aber auf jeden Fall als allererstes hier im Nemesis Tessera-System hier diesen Chaos-Angriff abzuwehren. Wenn wir ihn gut abwehren, könnten wir sogar theoretisch einen direkten Gegenangriff starten. Und das könnte natürlich sehr, sehr wertvoll sein. So, ja, unsere Verteidigung sieht eigentlich sehr, sehr stabil aus. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. So, ich möchte mich übrigens dafür entschuldigen, dass an einem Tag eine Folge nicht gekommen ist. Ich bin leider krank geworden. Ich bin auch gerade eben aktuell krank, aber ja, beiße mich jetzt quasi durch. So wie das Imperium durch das Chaos. Es gibt einfach Dinge, die getan werden müssen. Boah, ist das echt geil, wie das hier aussieht, ne? Echt der Hammer. So, das Schiff hier, wie gesagt, das ist leider noch sehr stark angeschlagen. Das möchte ich irgendwie schonen. Da sind zwei. Und die beiden. Und das sind die beiden. Okay. Also diese zwei Positionen werden auf jeden Fall jetzt hier, so wie es aussieht, von den Stationen gehalten.
habe vor, diese dritte da drüben mir zu holen mit den Schiffen. Transition begann! Und damit dann quasi auch schon sozusagen den Sack zuzumachen. Kann auch easy mit dem Punktsieg leben. Außerdem haben wir hier den Nebel hier als wirklich sehr, sehr gute Defensivposition. Es muss dann halt bloß einigermaßen funktionieren. Wo haben wir denn da vorne die Blips? Da sind sie, okay. Da ist einer, da ist der zweite. Und jetzt sind wir langsam unterwegs. Gehen wir mal auf Schleichfahrt. Leider können die nicht alle auf Schleichfahrt gehen. Ich muss gerade mal gucken, was haben die Waffen? Schiffe für Waffen, okay. Hier haben wir noch ein paar Jäger. Da haben wir... warte mal, Augurensonde. Können wir schon mal gucken, was da hinten so ist, ne? Vielleicht können wir unter Umständen da ja schon mal unsere Jäger hinschicken. Hier die Starhawk-Bomber eventuell. So, ihr geht dann da rein. With matchless efficiency. To serve the Omnisire. Er geht da rein. Da wird schon geschossen. Hostile signature detected. Und den ersten haben wir jetzt hier schon entdeckt. Machine spirit appeased. Das sind natürlich kleinere Schiffe, aber die machen jetzt erstmal platt hier. Ruft den Waffensteller eine schiffsgroße Truppenersatz bereit. Hostile signature detected. Hab ich jetzt mal gemacht. Ja, genau, das habe ich jetzt hier nicht nur noch 6 Leute, sondern 10. Wir können da jetzt eigentlich sogar schon direkt rübergehen. Die sollen das einnehmen. Die anderen beiden, die so fit sind, die können eigentlich da drüben kämpfen gehen. So, Feuer frei. Vielleicht trifft es hier unsere Kanone gleich auf richtig harte Spur. Vielleicht hätte ich dahin machen sollen. Aber... Bäms, da gehen die Schilde quasi auch schon baden. Machine Spirit appeased. So, euch beiden sage ich jetzt mal, ihr dürft kämpfen, wie ihr wollt. Receiving your order. Wir aktivieren jetzt hier mal Aufschalten. Auf große Distanz besser schießen zu können. Die machen jetzt auch Aufschalten. Bombergeschwader. Starhawks engaging. Macht mal den Kleinen da alle. Vielleicht treffen die Torpedos ja was. Das ist hart gezockt. Das gebe ich zu. Aber das sieht gut aus. Weil sie werden abgeschossen. Ja, deswegen mag ich diese kleinen Torpedos halt überhaupt nicht. Troop Transition successful. Boah, das war aber gerade noch so kurz, bevor die Stille wieder hochgegangen sind, ne? Der zieht sich zurück. Soll er das doch? Greifen wir ihn hier an. State your order. Die Nova-Kanone kann gerade eben nicht schießen. Zu nah dran. Holy Omnisire, heal thy wounded servant. You have accumulated 25% of strategic points. Starhawks engaging. So, du machst mal nachladen, gehst da raus. Focusing warsight. Den haben wir da drin gefangen. Target on screens. Das ist gut, jetzt können auch mal näher kommen. Dann treffen die auch besser. Engaging mal die Nova-Kanone einsetzen. Na, ah, krieg ich nicht hin, der ist einfach zu weit weg, oder? Krieg ich hin? Vielleicht krieg ich hin. Ja, das haut hin. Der fährt da voll rein und damit geht seine Schilde gleich wieder zum Teufel. Bäm, ja, ja, aber auch. Teleporterium Victors calculated. So, genügend teleportiert? Ah, nee, doch does nicht. Not compute.
Komm schon, du kommst da näher ran. You can do it. Jetzt sind seine Antriebe schwer beschädigt. Sehr gut. Da hinten hat es halt auch noch ein Schiff, aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um ein einzelnes. Oh, die Bomber sind alle schon weg. Wie unschön. Planen wir jetzt hier mal die Interceptor dahin. So, ich mache jetzt hier nochmal die Nova-Kanone. Den letzten Schuss auf ihnen ist der hoffentlich weg. Der ist zu langsam, um da wieder rauszufliegen. Und bam! Das war brutal für ihn. So, bitte mal alle auf Aufschalten wieder wechseln. Target on screens. Wie schaut's hier aus? Ja, erstmal ruf zu den Waffen, oder? Ihm können wir sogar sagen, komm, mach nachladen. Oh, jetzt ist der Gegner unsichtbar geworden. Vermaledeite Tarnung. Optimal Course Set. Ich werde jetzt bei ihm definitiv keinen Lightning Strike mehr verwenden, das ist verschwendet. Battle Protocols engaged. Wir haben noch eine Waffe beschädigt. Hostile Signature detected. Komm schon, geh nicht drauf. Accumulated 50% of strategic points. Ja, ist doch gut, dass wir das haben. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Komm, einmal noch schießen und der ist weg. Also. Engaging drive. Und jetzt können wir den Kollegen angreifen. Interceptors engaging. Machen wir die Interceptors hier hin, falls da irgendwelche Torpedos angeflogen kommen, dann werden die das hoffentlich abfangen. Receiving your order. Oh, warte mal, das machen wir jetzt anders. Der kommt gerade eben so richtig schön ran. Jetzt machen wir mal direkt das Boarding Action. We are ready to serve. The spirits obey. Begin rearmament. Komm schon, näher, näher, näher. Mann, ey. Transition begun. Ist ja nicht zu fassen. We lost the defense platform. Ja, das habe ich schon bemerkt. Skitari assault successful. Und Machine Spirit appeased. Hat er gleich keine Truppen mehr. Komm einfach nicht an ihn ran, ey. Komm, dann machen wir noch mit dem letzten Lightning Strike hier. We are ready to serve. Ich hätte jetzt natürlich hier den Turbo einlegen können, aber Weapons das habe ich gerade irgendwie nicht eingesehen. Focusing so, aufschalten. Machine Spirit appeased. You have accumulated 75% of strategic points. Wir gewinnen das jetzt natürlich einfach über die Zeit. Calculating vectors. Nochmal auf gut Glück Torpedos abgeschossen. Wird wahrscheinlich nichts bringen, der schießt die Dinger jetzt schon auf die Distanz ab. Ist ja heftig, ey. To serve the Omnissiah. Das ist ja mal krass. Castellan Maniple teleported. State your order. Oh, wieder reparieren, verdammte Axt. State your order. Abfangjäger können ja, glaube ich, gegen die großen Schiffe gar nichts machen, ne? Den lasse ich das mal sein. Focusing war site. Einen noch, wisst ihr, der ist so schwer beschädigt, der Typ. We are ready to serve. Jetzt kommt er. Na also, Waffen beschädigt. Weapons calibrated. Interceptors engaging. Ich schicke jetzt mal die Interceptors trotzdem drauf. Bevor ich gar nichts mit denen mache. Receiving your order. Basisbombe aktivieren. Ich würde sehr, sehr gerne näher kommen. Rouse the engines to fury. Um ihm nochmal so einen richtig schönen Schlag hier zu verpassen mit meinen. Ach, wir haben eh gewonnen. Okay. Auch recht.
Habe ich jetzt so gar nicht kommen sehen. You are close to victory by strategic points. Ach so. Ich glaube, der hat gemeutert. Das wird der Grund gewesen sein. Zum Glück waren wir close to victory by strategic points. Gut. So, das war die 20. Mars-Erkundungsflotte, nehme ich mal an. Die hat jetzt hier gerade eben ordentlich für uns Punkte eingeheimst. Listen. Und wir selber haben hoffentlich so keinen nennenswerten Schaden erlitten. Oh, wenn die sich hier an Truppen sammeln, dann heißt es, die werden auch wohl aktiv werden, früher oder später. Wir sammeln die Necrons-Truppen. Und jetzt sind wir wieder dran. Also die sind auf jeden Fall jetzt hier angreifbar. Allerdings haben sie halt auch diese vermaledeite Sternenfestung. Ich möchte nicht behaupten, dass das nicht machbar ist. Ich möchte bloß hier zum Protokoll geben, dass das definitiv herausfordernd sein könnte. Wir selber könnten auch eine bauen. Ab jetzt. Ab jetzt ist diese Position auf jeden Fall gesichert. Jetzt haben wir hier nämlich die Sternenfestung. Das darf ich aber auch nicht vergessen. Das kommt halt auch noch auf uns zu. Und deswegen muss ich tendenziell mich jetzt erst nochmal hierher zurückbewegen. Oder ich verzögere das hier nochmal so lange wie möglich und attackiere dann wiederum das hier. Schwierig. Ich werde auf jeden Fall... Soll ich das machen? Nee, das... Ich sehe das momentan als Geldverschwendung an, das zu machen. Wo ist er denn? Mein lieber Spire muss jetzt hier hin. Und viel Geld haben wir nicht mehr, aber wir gucken natürlich trotzdem, was geht. Regeneriert es halt langsam. Ich könnte es 15 von diesen Ressourcen ausgeben, um es jetzt schneller zu machen, aber... Ich glaube nicht, dass das wirklich viel bringen würde. Also gut, was wollen wir nehmen? Also ich habe bis jetzt ja immer so die Erfahrung gemacht, dass mehrere Lightcruiser besser sind als wenige Lachtkreuzer. Aber ich hätte durchaus gerne mal einen. Das kann ich definitiv nicht von der Hand weisen. Ich meine, große Schlachtkreuzer haben halt auch entsprechende Vorteile. Feuert 6 Torpedo-Projektile ab. Das müssen wir halt erstmal speichern. Warten. Nova-Kanone ist mega gut. Feuert auch 6 Torpedos ab. Der Unterschied zwischen diesen beiden Schiffen. Der hat dann 4x Plasma-Makro-Batterie. Und der hier hat 2x schwere Lanzen und 2x schwere Makros sowie nochmal 2 Lanzentürme. Der hat aber auch 2 Lanzentürme. Schwierige Entscheidung. Hier haben wir die Nova-Kanone, Start- und Landebucht, schwere Makrobatterie und einen Lanzenturm. Also 2x. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist wirklich aus meiner Sicht die beste Kombination, aber das heißt, wir können uns jetzt erstmal noch kein Schiff kaufen. Es sei denn, wir holen uns mal einen Lightcruiser rein. Wir können mal planen. Wir haben 550 maximal frei, also noch 385. Wenn ich jetzt das hier reinplanen würde, wären am Ende noch 125 übrig. 125, das würde heißen, wir könnten noch eine Dauntless mit reinnehmen. Eine Dauntless MK2 oder eine Enduro. Was können die denn? Der hier hat nochmal Torpedos, die mich nicht interessieren. Die haben alle halt Torpedos. Bis auf der da. Der hätte eine schwere Lanzenartillerie. Wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme den hier nicht, sondern ich nehme zum Beispiel einen Overlord oder einen Armageddon. Was ist denn das hier nochmal? Ansporn. Was fehlt halt dem hier wiederum? Ansporn. Rammschaden durch das Schiff ist für Eskortschiffe um 300% verstärkt und für Linienschiffe um 50%. Also gut, die können noch besser rammen. Das wäre natürlich auch interessant. Also wenn ich jetzt das hier mit reinnehmen würde oder das hier, dann hätten wir da nochmal an die 50 Punkte, ja 40 Punkte gespart. Sagen wir mal 40 Punkte. Also 40 mindestens. Das heißt, wir könnten easygoing auch einen teureren Lightcruiser noch mit reinnehmen.
Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mehrere kleine Schiffe einfach mehr bringen. Ich weiß es nicht. Ist eine Überlegung. Aber wir können es uns jetzt momentan eben nicht leisten. So, dann haben wir das, glaube ich, erstmal gut genug durchdiskutiert, liebe Leute. Das Einzige, was ich jetzt nur machen werde, ist hier mal rüberspringen und ein Video anschauen mit euch zusammen. The Forge World Agrippina itself would have fallen millennia ago, but for its formidable defenses, now bolstered by the Cadian diaspora. Even with Cadia lying in ruins, its scions stand firm beside Agrippina. And it is well that this is so, for the world's technological wonders have proven an irresistible lure to Chaos Warpsmiths. The Agrippina sector is a linchpin in the Cadian Gate's defenses. A laboring manufactorum that feeds nearby worlds with weaponry and much-needed munitions. Wealth abounds within its borders, and it supplies the Astra Militarum with many of its finest regiments. So, Einführungsvideo hier jetzt zum neuen Gebiet im Agrippina-Sektor. Unser Schiff ist schon drüben. Mal ganz kurz. Hallo. Genau, wir sind schon da. Werden das jetzt hier für uns hier beanspruchen. Haben damit jetzt hier einen Fuß hineingesetzt. Ich habe noch ein bisschen Kohle übrig. Ha! Brauche hier gleich schon mal für die nötigen Verteidigungseinrichtungen. Das hat ja super gepasst. Und damit verabschiede ich mich von euch aus dieser Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.